Herzlich willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Zufallsschach. Wir spielen gegen einen Gast. Okay, D3, D4, warte mal. Was ist denn das jetzt für eine Eröffnung? Skandinavisch, ne? Ja, skandinavisch. Das ist ganz normaler Skandinavier jetzt. Geh nur mit der Dame. Eine C3. Ich bin ja G5. Wie verteidigt er den damit? Läufer F5, ne? F5. Okay, dann gehe ich nach F4. Ja, okay. Das hat ihm jetzt nicht viel gebracht. Oh, was kommt nach Springer D5? Verliert er dann nicht eine Figur? Springer Schlicht D5, Springer D5, Dame E6. Okay, er fehlt zumindest einen Bauern. Dame E6, Läufer G4, Dame G4, Springer C7. War direkt Springer C7. Ne. Erst Läufer G4. Oh, er tauscht. Hätte ich nicht gedacht. Oh, das ist aber ein Zug, der sehr schwächt. Ich versuche jetzt ein bisschen mehr Raum zu gewinnen. Okay, Springer E7. Ich vermute, dass er versucht, auf die was? Okay, B4 hängt gleich, eventuell. Ich werde erstmal König F1. Ah, jetzt sind wir in so einem komischen Turmendspiel. Jetzt muss ich nur nach D4 kommen, könnte ich F6 König. Scheiße, König C4. Kack, ich bin zu langsam.
G5 ist eine Überlegung wert oder H5? Ne, H5. Ich muss seinen Flügel schwächen. Ja, jetzt komme ich rein. Jetzt hat er Probleme. Genau. Okay, nach G6 gehen. Jetzt ist ein Turm passiv, das ist gut für mich. Okay, er will F5 spielen, dann muss ich aufpassen, deswegen spiele ich erst Turm C7. Warte mal, ich geh nochmal zurück. Er muss sowieso wiederholen. Und dann kann ich den König nehmen. Ja, jetzt ist Game over. Machen wir es ganz langsam. Ach, dein Ernst? Yay! Oh, 100 Blitzpartien habe ich schon gespielt. Ich krieg sogar Ratingpunkte, wenn ich gegen Gäste spiele. Wusste ich gar nicht. Okay, wir sind jetzt im Skandinavier mit Weiß. Ich weiß aber echt nicht, wie das gespielt wird. Okay, Spanier. H3, ja, vielleicht hätte er hier H6 spielen sollen. Obwohl, ich gehe sowieso nach F4. Nee, okay. Ja, Springer B4 ist ein bisschen sinnlos. Ich dachte, ja, okay, der verliert einen Bauern. Ja, der hat jetzt alles fröhlich abgetauscht. Und dann auch noch B6, welches richtig schwächt, finde ich. Ja, hätte er hier genommen, dann hätte ich die C-Linie total für mich gehabt. Je nach Turm C6. Der, ja, weiß auch nicht. Muss er D5 spielen? Kann ich B5 spielen? Jetzt habe ich einen entfernten, gedeckten Freibauern. Aber ob das gewonnen ist, weiß man auch noch nicht. Also weiß ich zumindest nicht. Irgendeiner wird das bestimmt direkt wissen. Wahrscheinlich ist es wieder Remis. In der viele Turmenspiele. Ja, ja, hab ich ein bisschen schnell gespielt. Ah, ich hätte, glaube ich, genau, rausnehmen und Springer C7 hätte ich gehabt. Turm B6, Springer A8. Das ist cool. Das ist geil. Oder jetzt Turm B8.
Warte mal, wenn ich nehme, nehme. Aber jetzt zwei Bauern mehr, ne? Ich drohe ja noch matt. Jetzt mal Schach. Ja, kann ich nehmen wegen Matt, das heißt König F8 wahrscheinlich. Okay, jetzt kann er gar nicht nehmen, weil ich durchlaufe. Nee, das gewinnt für Weiß. Aber vielleicht darf er auch nicht einfach so viele Schachs geben. Vielleicht muss er hier auch schon aufhören. Aber dann gehe ich auch noch D1, wenn ich ein bisschen näher dran bin. Interessant. Okay, ich habe direkt genommen. Getauscht. D5, um den zu isolieren. Ja, und jetzt, wenn ich hier hingehe, bin ich zu langsam, weil er nach E5 kommt. Und hier hat er so einen Schach gehabt. Deswegen habe ich F3 gespielt. Einen König genommen, damit ich hier noch angreifen kann, so wie ich in der Partie gemacht habe. Mein Turm steht auf C4 zwar passiv, aber er deckt alle wichtigen Felder ab. Und ich denke mal, dass er viel eher mit seinem Turm nach A8 und A2 hätte gehen müssen. Ja, und H5 schwächt jetzt alles bei ihm. Ja, jetzt kann er übrigens nicht nach F7 gehen. Wegen dem Schach. Ups. Wegen dem Schach. Wenn er nach E8 geht, König E6. Sieht sehr gruselig aus. Hier habe ich Turm C6 zum Beispiel. Oh nee, warte, das geht nicht. Ich könnte aber auch Schach geben, wenn er nach E8 geht. Nach D8 geht, könnte ich wieder hier hingehen. Weil jetzt hängen beide Bauern. Und meine sind alle gedeckt. Ja, das ist gut. Weil F5 hat er wieder nicht, weil ich mit dem König nehme. Und F6 nehme ich im nächsten. Okay. Jetzt ist so gekommen. Okay, jetzt droht er, wenn ich hier nehme, so ein bisschen F5. Obwohl ich auch hier einfach hätte König G7 spielen können, weil wenn er nimmt, nämlich mit Schach, er muss weg und spielt H6 und das Ding ist eigentlich so gut wie gelaufen. Ah ne, ich muss nach H6 gehen. Ah, ich habe mit Schach durchgezogen. Ja, hätte ich wohl machen können. Na gut, ich wollte es ein bisschen präziser machen. Deswegen habe ich Schach gegeben. Ja, jetzt hätte er eigentlich wiederholen können. Aber ich hab's da schon gesehen. Okay, ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.